Da oben? Ja. Ach, na gut. Da oben komme ich ja auch irgendwie hin. Komme ich von hier aus schon rauf? Ja, geil. Ja, sehr gut. So, Nummer 1. Und da ist Nummer 2. Da kann ich ungefähr querfeld durch, ne? Achso, ich sollte mich ein Stück bewegen. Ja, hier so. Ja, komm, Mädchen. Wir müssen... Ja, alles klar, ich weiß wo. Wir müssen auf der anderen Seite. Oh Gott. Halt, ich hab doch Platz. Hihihi. Ich glaube, wir müssen hier was anderes wieder anziehen. Ich habe so das Gefühl, dass sie friert. Da wollte ich hin. War das gerade ein Hund? Komme ich hier rüber? Wahrscheinlich nicht, oder? Ah, doch. Okay, irgendwo hier war das. Okay, erstmal gehen wir den Busch rein. Ah, da. Ja, und ich glaube, wir ziehen hier wirklich was anderes gleich mal an. Da oben wäre ein Lager. Basislager. Aber den können wir auch da hinten hin, das ist auch nah dran. Das ist ja gleich hier um die Ecke. Ja, siehst du. Sehr schön. Gut, dann pass mal auf. Waffen, geh mal eben kurz darauf und zieh das an. So, damit dürftest du ja wohl nicht frieren. So, schnelle Reise und... Ach du Scheiße. Da oben. Genau. Ja, bitte. Einmal bitte schnell reisen. Weiß zwar noch nicht wie, aber gut. Ah, jetzt ist der Tee gut. Jetzt ist er gut, der Tee. Mmh, schön. Ich liebe es. Ich hoffe, ihr hört das nicht, aber wahrscheinlich ja. Ingwer mit Limette. Mit 5 Stückchen Zucker. Oh Gott. Ich trinke nie Tee, also Zitrone mit Limette, ohne irgendwie Zucker oder so. Weil ich diesen Tee pur überhaupt nicht mag. Ingwer und Limette. Boah. Überhaupt nicht, weil ich mag Ingwer nicht. Also Ingwer ist ja gesund, aber Ingwer ist auch sehr scharf. Hat irgendwie so einen scharfen Geschmack und... Nein, danke. So, gehen wir mal hier. Oh, hier hinter kann man auch noch gucken. Was ist hier hinter? Können wir vielleicht auch ins Haus gucken? Da steht... Oh, da steht jemand. Da steht jemand. Da. Wartet. Da kann ich... Da. Da hinten ist er. Ich sehe ihn doch. Ja. Oh, halt. Was ist hier? Oh. Ich glaube, wir haben gerade Leder bekommen. Kann das sein? Oh, was haben wir hier denn? Noch mehr Sowjetpropaganda. Die Nacht wird uns nicht an der Arbeit hindern. Ja, super. Zum Schneiden. Ach so. Das meinen sie. Alles klar. Gut. Dann fahren wir mal rein. Ja, ich... Vorratsschuppen. Nutzen Sie byzantinische Münzen, um den Ausrüstungstechniker von Trinity Objekte abzukaufen. Gehen Sie auf Objekte zu und halten Sie E gedrückt, um sie zu kaufen. Kehren Sie jederzeit zum Schuppen zurück, um Objekte zu kaufen. Wer bist du? Hör zu. Ich bin auf eurer Seite. Ich arbeite hier als Wartungstechniker für Trinity, aber ich muss unbedingt hier weg. Diese Leute sind verrückt. Ich habe Ausrüstung gelagert. Sie gehört dir.
wenn du zahlen kannst. Ein paar fehlende Dinge fallen dir nicht auf, aber wenn sie Lunte riechen oder mich mit dir sehen, bin ich tot. Ich brauche nicht zurückverfolgbares Geld für den Ernstfall. Vorzugsweise Gold. Meinst du, wir haben einen Deal? Mal sehen, was ich auftreiben kann. Ich würde sagen, was hast du denn hier? Taktische Schrotflinte, alles klar. Militärgewehr, alles klar. 120 von 100. Du bist aber ganz schön teuer, Junge. Fertigungswerkzeug, Upgrade. Upgrade-Werkzeug, das einen weiteren Rang aller Waffen-Upgrades freischaltet. Was ist das? Kommando-Outfit. Ein Outfit aus schwarzem Tanktop, Tarnhose und taktische Ausrüstung. Okay, Gewehr Laserzielfernrohr. Rotpunkt Laserzielfernrohr für höhere Präzision. Wird automatisch an alle Gewehre angebracht. Pistolenschalldämpfer. Universalpistolenschalldämpfer, der Schüsse dämpft, sodass der Feind nichts mitbekommt. Wird automatisch an alle Pistolen. Das ist gut. Steigklemmenantrieb. Ermöglicht rasches Erklemmen von Seilen. Halten Sie an Seilsträngen zur Aktivierung E gedrückt. Unterlauf Granatwerfer, der Sprenggeschosse abfällt. Wird automatisch an alle Gewehre angebracht. Ui, obwohl. Zurzeit klappt das so ganz gut. Also ich würde das gern nehmen. Das gern nehmen. Das Outfit auf jeden Fall. Oh, das Outfit auf jeden Fall. Egal, komm. Alles klar. Ja, natürlich. Das nehmen wir auf jeden Fall auch noch. Natürlich, Schalldämpfer. Waffenaufsätze sind Schusswaffen spezifische Ausrüstungsteile, die an Waffen angebracht werden und ihr Verhalten und ihre Fähigkeiten verändern. Alle Schusswaffen desselben Typs bekommen einen Aufsatz, sobald sie diesen besitzen. Aufsätze, okay, ja, das ist klar, das habe ich verstanden. Oh, wir können uns das nicht holen. Ach doch, können wir noch. Ich habe noch 45. Aber dann können wir das nicht mehr holen. Das ist aber auch nicht so wild. Ich würde das, doch, wir nehmen uns das, wir nehmen das. Steigklemmantrieb. Ja, das habe ich gerade durchgelesen, das muss ich nicht nochmal lesen, aber in T nehme ich mir. Den habe ich nicht vergessen, den Tee. Gut, jetzt haben wir nur noch 15. Das ist aber nicht so wild. Ich will mir jetzt irgendwas Outfit angucken. Das war ja bei Waffen. Outfits. Ist das hier mit bei? Muss ich mal eben gucken. Kommando. Ja. Uiuiui. Ja, ganz schick, aber ich glaube, jetzt gerade ein bisschen unpassend in der Jahreszeit. Haben wir jetzt... Oh, schick. Schick, schick, schick. Und dann müssen wir dringend sparen. Für den anderen Kram. Hey, willkommen zurück. Wenn du noch mehr Gold hast, ich habe Ausrüstung für dich. Ich glaube, sie sind uns noch nicht auf der Spur, aber sei diskret, ja? Ach, kein Problem. Kein Problem. Wo muss ich überhaupt hin? Doch da oben. Ah, ich muss da hinten, warte. Ich weiß, dass da noch was liegt. Es ist keine Atombombe. Ein gruseliger Typ mit Narbengesicht namens Konstantin hat eine große Rede gehalten. Über das Schicksal und die Quelle. Und jetzt bin ich noch verwirrter. Die anderen Externen scheinen genauso ängstlich und nervös zu sein wie ich. Aber die Angestellten, die schon lange für Trinity arbeiten, saugen das auf und wollen mehr davon hören. Es ist wie in scheiß Jonestown hier. Wir bereiten uns auf einen Angriff vor. Gegen wen, fragst du dich? Es sind Leute hier. Einheimische, wie aus der Steinzeit. Ich meine Felle, Häute und Pfeilspitzen. Und wir begegnen ihnen mit einem Kampfhubschrauber und Maschinengewehren.
Ich bin hier auf der falschen verdammten Seite der Geschichte. Ja, neue Information, Verschwörungstheorie. Es wird kein gutes Ende nehmen. Das ist doch der, den wir da im Haus sehen, ne? Der hat das doch aufgezeichnet. Ja. Du bist wirklich auf der falschen Seite. Definitiv. Aber das ist auch schöne Sachen. Ach, hier hast du nichts. Hat ja sein können, dass im Regal noch irgendwas ist, was wir übersehen haben. Gut. Also wir können da längs und wir können hier längs. Ich würde gerne hier längs gehen. Ah, okay, können wir gar nicht. Breit, Latt. Das ist aber schade. Na gut, da müssen wir doch hier längs. Gut, gut, dann auf geht's. Auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. So. Wo muss ich? Ah, da. Auf geht's. Oh, ich sehe dich. Mir schwant übel. Die Berichte bleiben aus. Trinity macht sich langsam Sorgen. Wir hatten Probleme mit den Einheimischen. Unser Funksystem war defekt, aber jetzt ist alles unter Kontrolle. Wenn die Situation unhaltbar wird, werden wir einreiten. Wird sie nicht. Ich bin aus einem Grund hier. Ich wurde auserwählt. Ich werde Erfolg haben. Sorgen Sie dafür. Hey! Lara, geht es dir gut? Oh, Gott sei Dank. Anna, was machst du hier? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Was ist hier los, Lara? Ich habe Angst. Es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass sie dich damit reinziehen. Das ist alles meine Schuld. Wer sind die? Was wollen die denn? Dasselbe, was mein Vater finden wollte. Oh nein, Lara. Ich hab doch gesagt, du sollst es lassen. Was auch immer sie wollen, gib's ihnen einfach. So einfach ist das nicht. Halte durch. Ich hol uns hier raus. Irgendwie. Nicht an! Bitte nicht! Reden Sie! Nein! Nein, du verdammtes Schwein! Wo ist die göttliche Quelle? Bitte! Aufhören! Ich weiß nicht, wo sie ist! Aufhören! Sie hat keine Ahnung. Was? Du. Nein. Du gehörst zu denen. Ich glaub das einfach nicht. Du drehst. Du konntest es nicht lassen, oder? Ich wusste, dass du diesen Ort finden würdest. Was hast du erwartet? Es muss nicht so enden, weißt du? Wir suchen beide dasselbe. Wir könnten jemanden wie dich brauchen. Du suchst einen Sinn für dein Leben? Wir können ihn dir bieten. Das soll wohl ein Witz sein. Ich habe gesehen, wie Trinity vorgeht. Ist das ein Nein? Ein keine verdammte Chance! Sag's mir, Anna. Hat Trinity dich rekrutiert, bevor oder nachdem du mit meinem Vater gevögelt hast? Ich liebte Richard.
Aber er war geblendet vom Idealismus. Es hat ihn zerstört. Was würdest du mit dem Artefakt tun? Es der Welt vorführen? Den Namen deines Vaters reinwaschen? Du bist noch so naiv. Ein verängstigtes Mädchen, das verzweifelt, wie sein Daddy sein will. Wir sind hier fertig. Nein, noch nicht. Du und ich, stellen wir uns doch beide auf dieselbe Seite der Geschichte. Denk drüber nach, Lara. Vielleicht kann er einfach nicht anders. Ich dachte, ich wäre allein. Dachte ich auch, aber hier sind wir. Also, wie soll ich meine neue Bekannte nennen? Gar nicht. Ich bleibe nicht hier. Konstantin ist nicht sehr geduldig. Ich auch nicht. Das sehe ich. Netter Trick. Können Sie uns hier rausholen? Es gibt kein Uns. Ich weiß nicht mal, wer Sie sind oder wieso Sie hier sind. Tut mir leid. Im Moment bin ich nicht sehr vertrauensselig. Ohne mich kommen Sie nicht weit. Sie wissen gar nicht, wie weit ich schon gekommen bin. Was wissen Sie über die? Eine Sekte. Alt und geheimnisvoll. Sie sind überzeugt, sie erfüllen den Willen Gottes. Wie ich das sehe, sind die alles andere als heilig.